Ja, meine Freunde, wir haben wieder News reinbekommen und darüber wollen wir einfach mal quatschen. Denn es gibt eine Zeitschrift, die darüber geschrieben hat, dass es Gespräche zwischen Werder und dem Berater von Oliver Ebegaard gegeben hat. Beziehungsweise es gibt weitere Gespräche aktuell mit diesem Berater. Und das treibt natürlich die ganzen Gerüchte weiter auch an, nachdem gestern ja schon vieles ja, hingedeutet habe, dass es vielleicht wirklich ernster jetzt wird mit Ebegaard, was immer noch sein kann. Durchaus gibt es immer noch auch ein, zwei, sage ich mal, Untergrundgerüchte, die sagen, vielleicht Richtung Tag der Fans gibt es Bewegung, gibt es was vielleicht wieder zu verkünden. Natürlich weiß man es jetzt nicht, man darf jetzt da nicht die Erwartung zu hoch hängen, aber was auf jeden Fall geschrieben worden ist, ist, werde ich euch gleich vorlesen. Ja, und da werden wir sowieso jetzt allgemein mal auf zwei, drei Punkte eingehen. Auch kurze gute Besserungswünsche mal von meiner Seite aus, denn Benjamin Goller hat sich heute verletzt. Fällt für mehrere Wochen aus. Das ist sehr, sehr bitter. Und das tut mir wirklich sehr, sehr leid, weil er einfach eine super, super starke Vorbereitung gespielt hat und ich es ihm sehr gegönnt hätte, wenn er eben jetzt auch ja, entweder sich für einen Verein vorgespielt hätte, sage ich mal, wenn er den wechseln wollen würde. Oder eben auch bei uns sich gute Chancen ausrichten könnte Richtung engeren Kaderkreis, sage ich mal. Ne? Es ist natürlich auch bekannt, dass der ein oder andere Spieler uns je nachdem auch noch verlassen muss, um zum einen das Gehaltsgefüge ein bisschen anders auszuweiten zu können. Zum anderen auch, weil wir wirklich einen sehr großen, breiten Kader aktuell haben. Ja, jetzt möchte ich doch erstmal kurz anfangen mit dem Artikel von 90 Min. Natürlich mit Vorsicht zu genießen. Heißt aber auch nicht, dass immer die Artikel von 90 Min mit Vorsicht zu genießen sind. Da gibt es auch immer mal Artikel, die was besser sind. Zum Beispiel auch kurz bevor Bürk kam, haben die auch einen Artikel gebracht über Bürk, dass der eben kommen wird. Und ja, das war am Ende dann auch richtig. Deswegen sage ich ja, natürlich immer schwierig, wenn eine Zeitschrift durchaus auch das eine oder andere Mal falsch lag oder sonst was, die vernünftig zu bewerten oder so. Aber ich möchte auf jeden Fall hier drauf eingehen, denn das finde ich sehr, sehr spannend. Das hier ist der Artikel. Ich werde ihn euch komplett nochmal unten drunter verlinken. Dann könnt ihr auch gerne, gerne selber drauf eingehen, beziehungsweise selber euch das auch nochmal durchlesen, den kompletten Artikel. Ich möchte mich nur auf zwei, drei Bereiche fokussieren und möchte da eben auch was zu sagen. Zum einen steht hier auch als einer der Überschriften, Werder hat die 6 und die Offensive im Fokus. Was ist damit gemeint? Erstmal zu 6 machen wir ein Zitat, denn das wurde geschrieben. So, dennoch ist man derzeit im Gespräch mit dem Berater vom zuletzt gehandelten Oliver Ebegaard. Werder rechnet sich beim 26-Jährigen laut unseren Infos durchaus gute Chancen aus. So, das ist natürlich hier wirklich mal gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen nach dem Ganzen, was gestern eben bei rumkam. Man muss auf der anderen Seite sagen, dass es trotzdem auch spannend irgendwo bleibt, wenn man das Ganze so betrachtet, dass die Deichstube das ja gesagt hat, dass die Spur nach Elbegard kalt ist. Wer hat sich da jetzt oder wer ist da jetzt eher auf der Seite, wo man sagt, ja, das könnte am Ende stattfinden, muss man schauen. Dennoch, Oliver Ebegaard wurde ja zuerst reingebracht, eigentlich von Fabrizio Romano. Und ich glaube, dass viele weiterhin auch hoffen werden, dass dieser Spieler zu uns kommt. Hier, das ist jetzt eine ganz neue Info auch für mich, für viele von euch wahrscheinlich auch, dass wer da schon mit dem Berater ausspricht. Wenn das so stimmen sollte, finde ich das sehr, sehr krass, weil dann ist es eigentlich nochmal ein besseres Zeichen. Denn nur von den Eckdaten allein her muss man wirklich ja sagen, wenn er seinen Vertrag da aussetzen kann und auch möchte, bei Rubin Kazan, für ein Jahr, dann ist Werder da auch, glaube ich, eine gute Adresse, um sich allgemein auch zu zeigen, weil er hat danach ja nochmal ein Jahr Vertrag. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht, ob man vielleicht sogar Richtung Kaufoption da irgendwas machen könnte oder sonst was, aber Fakt ist, er hätte auf jeden Fall nochmal eine Bühne, sich zu zeigen, und kommt mit einem Marktwert, wo wir uns diesen Spieler im Normalfall gar nicht leisten könnten. So, jetzt aber nochmal zurück. Also, sollte das stimmen, dass der Berater von Oliver Ebegaard mit Werder am Reden ist, finde ich, ist das erstmal eine sehr positive Nachricht. Dann denke ich aber auch, wird es vielleicht relativ zeitnah jetzt bald auch eine Entscheidung geben und könnte wieder zu diesen Gerüchten passen, dass es Richtung Tag der Fans und so weiter am Wochenende vielleicht schon was zu verkündigen gibt. Vielleicht, wie gesagt, wir setzen das definitiv hier in Anführungszeichen, weil wir es nicht zu 100% sagen können. Ihr könnt trotzdem gerne mal reinschreiben, was ihr von diesen Gerüchten so haltet und was ihr überhaupt auch von Oliver haltet. Und jetzt bitte
nicht, es gibt ja auch immer so diese Klassiker, die dann schreiben so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Hin und Her, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr auf diesen Spieler. Bei diesem Spieler gibt es doch gar kein Hin und Her. Also wie gesagt, das Einzige, was wir gewusst haben, war, dass es Interesse von Werder-Seiten aus gibt. Das hat Fabrizio Romano berichtet. Die Deichstube hat gesagt, die Spur ist wohl kalt. Und jetzt kommt eben 90 Min mit diesem Artikel, dass Oliver Ebbegaards Berater und Werder in Gesprächen sind. Und das finde ich erstmal sehr interessant, auch wenn ich das natürlich überhaupt gar nicht bestätigen kann, so wie die meisten von euch auch, sondern wir da einfach abwarten müssen, bis es was Genaueres kommt. So, ja, das dazu zum Thema 2. Schaut, also zitiert die Zeitschrift 90 Min hier die Bild, die wohl darüber berichtet hat, dass man auch bei Tempospielern für die offensive Außenbahn immer noch genauer hinschaut und dass das Ganze auch möglich mit dem Zusammenhang ist, ob Goller den Verein nochmal verlässt. Jetzt wissen wir aber allerdings zu diesem Zeitpunkt schon, dass Goller eben verletzt ist und da dieser Punkt eigentlich schon wieder raus ist. Also da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Hätte mich aber auch allgemein gewundert, muss ich tatsächlich sagen, weil Goller für mich auch immer noch, also am besten es gezeigt hat, hat er sich wirklich eben nun mal ganz vorne drinnen, neben den Stürmern, vielleicht noch als Kandidat für die Achterposition, aber auf beiden Positionen haben wir eigentlich eine gewisse Breite. Wir haben bei den Stürmern nur namenstechnisch Füllkrug, Duxch, Birk, Dinci und eben Goller, die da spielen können und Woltemade, wenn man ihn auch da mit reinziehen will. Man kann aber auch Woltemade im Mittelfeld mit reinziehen, mit auch Stay mit reinziehen, mit Rappo reinziehen, mit Niklas Schmidt reinziehen, Romano Schmid, Bittencourt reinziehen und wie noch alles. Also man merkt, es ist da schon relativ breit aufgestellt. Also auch dieses Goller-Ding können wir in dem Fall zumachen. Das wird nichts. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass man trotzdem, sag ich mal, die Augen offen hält, was da die Offensive so angeht. Aber ich glaube nicht, dass da eher was kommt. Ich glaube dann eher, dass man sich da wirklich auf diese Sechser-Funktion fokussiert. Vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, dass Baumann ja auch gesagt hat, dass er eben oder dass man da weiter den Markt auch beobachtet und es immer auch Situationen gibt. Ich will jetzt nicht jemand Falschen sagen, aber ich weiß, dass einer aus dem Werder-Kreis jetzt auch gesagt hatte, dass Richtung Ende des Transferfensters sich auch immer noch mal Optionen auftun, wo man da natürlich jetzt auch noch mal prüfen müsste. So, das mal hier hingestellt. Also die Transferplanungen sind im Eigentlichen abgeschlossen. Trotzdem hält man weiter Ausschau und wenn sich etwas auftut, was passen könnte und keine finanzielle Belastung ist, dann wird man das auch tun. So wie zuletzt damals auch mit Weiser das Ganze gemacht worden ist. So wie vielleicht das Ganze auch mit Oliver Ebbegaard jetzt passieren könnte durch diese FIFA-Regelung. Jetzt kommen wir zum letzten Thema und zwar ist das ein Punkt, der nochmal hinzugefügt worden ist. Auch da muss ich nochmal, oder beziehungsweise, nein, ich muss nicht zitieren, das Ganze, wir können den Inhalt einfach aufgreifen. Wie die Zeitschrift jetzt geschrieben hat, sollen wohl zuerst, bevor neue Transfers getätigt werden, Spieler gehen. So, damit man das Gehaltsgefüge in eine andere Richtung wieder lenken kann. Darunter zählen wohl Nankichi, Woltemade und Eduardo dos Santos Hensler. Man muss dazu sagen, oder Hessler. Man muss dazu sagen, dass Nankichi sowieso ein Leihkandidat ist. Die Frage ist, wohin könnte man ihn verleihen, wo er trotzdem genug Spielpraxis bekommt, aber auch Weiterentwicklungspotenzial. Zum anderen bei Eduardo dos Santos Hensler musst du halt auch gucken, ist halt immer noch ein Keeper, da musst du eigentlich eine Adresse finden, wo er dann vielleicht auch als Nummer 1 spielen könnte, um auch irgendwie das Ganze gewinnbringend zu machen, sonst eventuell auch zu verkaufen, so. Und Punkt 3 ist halt, Nick Woltemade, der nicht gehen möchte. Und dann wird es halt schwierig, den Spieler auch irgendwo in irgendeinem Fall zu zwingen. So, wir sind natürlich auch bei dem Punkt, dass man auch weiter schaut, wer noch abgegeben werden könnte. Zu diesem Punkt muss man sagen, sagt Frank Baumann, können wir aktuell noch nichts sagen, weil die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen sind. Das hat natürlich mit zwei, drei Situationen zu tun. Zum einen macht sich jetzt eine Tür auf, wie jetzt mit Oliver, dass Oliver kommt, könnte es natürlich auch sein, dass nochmal Gruev oder Grosso ein Thema wird. Gruev eventuell per Leihe, Grosso eventuell sogar per Verkauf. Könnte sein, muss aber nicht. Versteht ihr, was ich meine? Aber es sind eben Sachen, die passieren könnten. Punkt 2 ist, am Wochenende ist das letzte Testspiel. Danach wird Ole Werner seinen Kreis vom Kader auch Frank Baumann mitteilen, mit dem er gerne in die Saison gehen möchte. Und alle anderen könnten eben eventuell auch Leihkandidaten oder Verkaufskandidaten werden noch. Wie gesagt, zum jetzigen Standpunkt ist das schwierig zu sagen, aber man merkt, dass da so ein bisschen sich was entwickelt. Ich möchte natürlich jetzt nochmal zum Abschluss sagen, dass morgen am Donnerstag wieder wie gewohnt auch der Ausblick kommt zum Testspiel.
Und danach die Woche gibt es den Ausblick zum DFB-Pokal. Das heißt, wir kommen jetzt langsam wieder zu unseren regelmäßigen Videos, was das Ganze auch heißt für Stammtisch und so weiter. Dazu wird es nochmal ein Einzelvideo geben, wie ich mir die kommende Saison mit diesem Kanal vorstelle. Also würde mich freuen, wenn ihr da dann auch einschaltet. Jetzt erstmal von meiner Seite aus sage ich ciao, ciao. Hoffe, dass ihr Spaß beim Video hattet und dass ihr auch ein Däumchen nach oben gegeben habt. Würde mich natürlich sehr freuen. Supportet auch den Kanal sehr. Und wenn ihr auch eure Meinung unter dem Video schreibt. So, Kuss geht raus. Vielen lieben Dank. Und bis dahin, euer Real Nico.